Hallihallo liebe Leute, mal wieder zu einer Folge Neverball. Und die Sache ist die, ich habe dieses Level jetzt hier geschafft. Level 14 von Tour de Force. Offscreen hat mich ungefähr 15 Versuche gestern gebraucht und ich zeige euch natürlich auch gerne den Nachweis in Folge des Replays. Ja, die Stelle war ja noch relativ einfach gewesen. Bis zu der Halfpipe dort hinten, das ging ja alles noch. Hier musste man nur das richtige Timing abwarten. Dann hier einfach mal ein paar Münzen eingesammelt, war auch alles ganz okay. Ja, die Brücke, ja, das war auch ein bisschen tricky durch die Seitwärtsbewegung. Aber jetzt hier diese Halfpipe hier, die hat es in sich. Weil auch die Löcher dort in der Mitte sind, die beiden. Zuerst noch hier ein paar Münzen einsammeln, der Vollständigkeit halber. Und jetzt holen wir uns hier die beiden roten. Und suchen uns ganz vorsichtig unseren Weg an diesen Löchern hier vorbei. Noch eine Minute Zeit, aber das reicht dicke, wie ihr gleich sehen werdet. So, hier die rote Münze noch mitgenommen. 66 Münzen brauchen wir noch. Und die werden wir uns dort hinten in der Luft holen, sozusagen. Hier war das jetzt wichtig, dass wir entsprechend Schwung mitnehmen für den Abflug, für die Rampe hier. Und hier haben wir alle Münzen schon gesammelt. Und noch eine halbe Minute Zeit. Das heißt, wir können in aller Ruhe hier diesen Punkt hier umsetzen. Das war eigentlich so schwer nicht. Man musste ja auch nur das richtige Timing abwarten. Und jetzt ins Ziel. Und so einfach war das. 10 Sekunden Zeit hatten wir noch. Ich zeige es euch einfach nochmal. Also man kann das Level dicke schaffen mit mehr als genug benötigten Münzen. Wir hatten ja 105 Münzen eingesammelt. 100 brauchten wir nur. Und den Großteil der Münzen kann man sich dort hinten einfach in der Luft, aus der Luft sammeln. Ja, kleine Perspektivenkorrektur. Und ihr seht, ich habe ja mal auf manuelle Kamera gestellt hier in diesem Abschnitt, weil das geht leichter, weil es nur geradeaus geht. Kann man in meinen Augen deutlich leichter manövrieren als mit der Verfolgerperspektive. Und jetzt hier stelle ich dann auch. Ne, hier habe ich noch nicht umgestellt. Wo habe ich da umgestellt? Weiß ich gar nicht. Ich glaube hier überhaupt noch gar nicht, oder? Doch jetzt. Hier habe ich jetzt dann wieder Verfolgung gestellt, weil das ist dann hier an der Stelle besser. Und dann hier der Abschluss, die wichtigste Stelle überhaupt, da gibt es die meisten Münzen. 105 haben wir jetzt insgesamt. Da hinten gab es noch zwei rote, also hinter uns sozusagen. Aber die brauchen wir jetzt nicht mehr einsammeln zum Glück, sodass wir direkt ins Ziel rollen können. Ja, hier war ich ein bisschen zögerlich, aber die Zeit hat das ja auch hergegeben. Und im Ziel. So. Und das nächste Level wäre dann, das spiele ich jetzt aber nicht, das wäre Level 15. Le Sentier Etoile, Geduld und Timing. Tipp am Anfang, die Geschwindigkeit maximieren. Ja, das sieht sehr interessant aus. Aber das kommt in der nächsten Folge dran. Ich sage bis dahin einfach mal Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.